Ja, bin ich ja mal gespannt, wie viele, also wie hoch wir A schon sind und B, wie hoch wir eigentlich noch müssen. Bin ich ja echt mal gespannt. Weil wie gesagt, die Oberfläche, ich will ja bis zur Oberfläche und die ging ja nach hinten hin runter. Das heißt, ich müsste quasi, wenn ich hochgehe und die runter geht, ne? Ist ja die Frage dann, auf welcher Höhe wir uns treffen. Genauso frage ich mich gerade, ob ich sie direkt offen lasse oder höchstens mit Glas auskleide. Oder ob ich es wirklich wieder komplett zumauere, sodass man diese Schlucht hier, also hier werde ich wahrscheinlich zumauern, aber nach oben hin. Ah ne, ich werde einfach komplett. Ich werde das Ding wahrscheinlich aus Glas nur zumachen. Mal gucken. So. Aha, da habe ich gerade schon die Oberfläche durchblitzen sehen. Kann also nicht mehr so weit sein. Obwohl andererseits, wenn die Sichtweite relativ weit hoch ist, kann das auch zugerecht gerade gewesen sein. Nein, ich bin da tot. Da gib bitte gar nicht. Natürlich Bullshit. Tja, dann müssen wir jetzt wohl mit Eisenwerkzeugen weiterbauen. Da kommt Freude auf. Joggen, joggen, joggen. Ups, falscher Weg. Da lang. Und auf die Power. Oh, Nahrung. Ja, die blauen Beeren sind als Nahrung echt top, weil die wachsen so schnell nach. Das ist, wenn du da wirklich eine ganze Fläche mit diesen Blaubeerenbeeten machst. Ich hatte früher mal so eine kleine Singleplayer-Map. Da habe ich quasi so eine Burg gebaut. Und ja, die Nahrung halt mit Blaubeerbüschen. Und die wachsen so schnell nach, wenn du so eine Fläche hast. Da hatte ich, ich weiß nicht, 3x5 Blaubeerbüsche, also 15 Stück. Und wenn du die einmal abgeerntet hast, kannst du direkt von vorne anfangen, weil die erst wieder nachgewachsen sind. Du hast da quasi endlos Nahrung. Also, das ist schlimm. Die Dinger wachsen so schnell nach. Eisen haben wir 65. Ja gut, wie gesagt, andererseits Eisen kriegen wir halt auch extrem schnell, dabei unten massig in der Höhle. Ja. So. Eisen. Hatten wir nicht Holz dabei gehabt? Ich hatte doch Holz mitgenommen. Für Fackeln. Oder habe ich die wieder reingepackt? Kann natürlich sein, dass ich die wieder reingepackt habe. Es ist natürlich im Rahmen des Möglichen. Wie dem auch sei, dann nehmen wir uns einfach ein bisschen Holz. So. 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 Irgendwie in die Art und Weise. Und dann joggen wir mal zurück. Unsere Werkbank hier einfach. Ich habe jetzt die Schräge hier am besten auch mal bald mal ausbauen hier. Mache ich aber jetzt schon ein bisschen Koppel hin. Auch immer denn, na ja gut, dann sind die beiden hier eigentlich falsch, weil der Weg geht dann ja ab hier, geht er dann ja gerade hoch. Das heißt, die letzten beiden hier, die könnten eigentlich sogar schon direkt weg.
Die müssten dann ja eher hier so hin. Einmal so und einmal na, so ein bisschen darum. Und hier kommt dann, weiß nicht, ja genau, einmal Sand und einmal Erde, dann passt perfekt. Easy. Ja, was, whatever. Hä? Wie gesagt, das letzte Stück angezeigt. Lol, das letzte Stück hat er angezeigt, aber der restliche Weg nicht. Ist ja auch ein bisschen witzig. Ach man, diese Rainbow-Spitzhacke war so schon schnell und jetzt haben wir wieder hier so Laubbob-Material. Das gibt's da ja nicht. Nein, ach, ich wollte laufen, weil wieso bin ich hängen geblieben? Alter! Das zahlst du mir hier, du Stück Scheiße. Fackelzeit. Stupides durch nach vorne kloppen. Wir könnten ja eigentlich mal auch gucken, obwohl ich weiß nicht, ob man so eine schräge nach oben auch mit einem Dicktron machen könnte. Weil eigentlich, technisch gesehen, ist ja alles für einen Dicktron mit bei. Beziehungsweise, ja doch, für Dicktron ist ja alles mit dabei. Ach nee, ich hatte überlegt, ob ich hier den Dicktron mit einfüge, habe ich aber dann doch nicht gemacht. Ja, okay, gut, dann auch nicht. Aber an sich wäre es halt mal interessant, ob man so eine Schräge nach oben, ob man sowas auch mit Dicktron realisieren könnte. Weil dann müsste er quasi in vier Modis arbeiten. Quasi einmal abbauen, Viertelding setzen, dann abbauen, halbes Ding setzen, dann abbauen, Dreiviertelding setzen, dann abbauen, eins hochgehen und wieder eins setzen und das dann halt immer wieder wiederholt. Und ob so eine komplexe Vorgänge mit Digitron möglich sind, ich muss dazugeben, ich habe mich mit Digitron nie wirklich auseinandergesetzt. Ich habe zwar mal so eine Schaltung gebaut, die sich einfach stupide nach vorne gearbeitet hat und dann einfach immer Fackeln aufgesetzt hat. Aber ob es da irgendwie sowas wie, ja, wie eine Art Programmierbarkeit gibt von dem Ding, wo man dann auch solche, ja, komplexeren Sachen machen kann, so tief habe ich mich dann damit nie auseinandergesetzt. Das ist. Habe halt nur wieder eine Map gebaut, wo ich natürlich wieder völlig übertrieben habe. Für Testzwecke, da baut der Digitron quasi einfach mal ja, ein Loch in die Wand mit, wie viel waren es? Irgendwie, ich kann 15 mal 10 Blöcke einfach rein durch die gesamte Map durch. Ja, wie gesagt, für Testzwecke, da darf man sowas. Mal hier die Fackel hin. Oh, sollte es damit beleuchten? Naja, mehr oder weniger. Digga, komm wieder an die Oberfläche an. Ich hatte Zuversicht, dass wir bald ankommen. Aber jetzt gerade verliere ich die Zuversicht irgendwie. By the way, wir haben immer noch ein Dach über dem Kopf. Was ist hier los? Ah ja, bisschen hell ist es jetzt hier. Aber bei weitem noch nicht so hell, dass da nichts spawnt. Also, wenn uns gleich was in den Arsch tritt, dann, naja, wissen wir warum.
mittlerweile ist der Tunnel echt lang. Vielleicht. Obwohl, nein, die Stelle nach oben. Wie gesagt, das ist definitiv. Also, wenn wir schneller umgegangen wären, das wäre dann zu steil gewesen. Dann hat man halt einen richtig schönen, etwas längeren Weg. Ist ja auch ganz geil. Ja, wie gesagt, Schienenanschluss werden wir wahrscheinlich hier nicht nach unten machen, einfach weil sich das nicht lohnt. Das heißt, wir werden zwar oben einen Bahnübergang machen, wo wir dann quasi, weil wir kreuzen ja das Gleis. Weil das Gleis ist ja von hier aus gesehen diesseits des Weges. Das heißt, wenn wir zum Weg wollen, müssen wir quasi das Gleis überqueren. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einen Bahnübergang bauen. Auch richtig mit Mesekon, dass er automatisch blinkt und so ein Scheiß. Einfach so als kleines Let's Play-Projektchen, um auch mal was Produktives mit Mesekon zu machen. Ich meine, ich werde zwar hier auf der Map definitiv nie fahrende Züge haben, einfach weil das zu laglastig ist. Aber man kann ja wenigstens mal so ein bisschen so, ne, was haben, was aussieht, wie als wenn es Sinn machen würde. Haben wir sonst eher selten. Nein. Spitzhacke Adi. Alter, wie mir einfach mittlerweile die Eisenspitzhacke langsam vorkommt. Eigentlich sind wir hier nicht auf Steinspitzhacken angewiesen. Ich glaube mal, das würde hier. Das ist ja mörderisch. Ich will doch nur nach oben. Wie viele Blöcke müssen. Ich bleib hier andauernd hängen. Ich versuche jetzt hier nach rechts zu gehen. Jetzt geht's wieder. Das ist dumm. Wieso ist das so? Verstehe ich nicht. So, da oben haben wir. Da kommt Erde. Oh, ja! Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich an der Oberfläche angekommen. Puh. Ich dachte schon, das wird so eine Never-Ending-Story wie dieser Tunnelbau bei dem Vanilla-Server. Wo wir uns einfach mal mit einer Strecke auf minus 256 vorarbeiten wollten. Ein Projekt, was von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Aber. Guckt euch diese an. Ja, da ist er! Die Oberfläche. Oh. Hier geht's ja runter. Ah. Okay. Dann respektieren wir das mal und schütten das da und bauen das nicht einfach komplett zu, sondern lassen das hier halt so ein bisschen. Machen zwar hier unser Ding, indem wir hier ein paar Dinge einsetzen. So ungefähr. 1, 2, 3, 4. Ah, hier muss ja wieder Cleanstone hin. Ach komm, leck mich. So. Und ansonsten lassen wir das Ding da aber da unberührt. So dass man da von der Seite noch rein kann. Können wir denn ja später nochmal erkunden hier unten? Genauso wie da hinten dieser Abzweig, der da lang geht. Würde mich schon mal interessieren, ob es da irgendwo zu was Praktischem hingeht. Aber ganz ehrlich, so weit immer im Bund, wie wir sind, wir werden da sowieso nichts finden, was irgendwie für uns interessant ist. Ich meine, wir sind bei minus 500 noch was und haben da gerade mal eine Handvoll Mese. Da werden wir hier so nah an der Oberfläche garantiert nichts irgendwie in irgendeiner Weise Sinnvolles finden. Die Oberfläche, holy moly, hat so 50 Jahre gedauert. So, wie mache ich mal krabbel ich gleich mal die gesamte Erde ab hier. Und jetzt ist die schon wieder weg. Alter.
Nice. Geile Matto. Okay, so, das funktioniert auch nicht. Eine Axt haben wir natürlich nicht dabei, die ganzen Bäume hier wegmachen. Aber gut. So, genau, hier habe ich jetzt so etwas frei. Und eins hier neben habe ich auch frei. Na gut, hier habe ich noch ein bisschen. Und den Stein mache ich auch mal weg. So. Ach nee, das ist noch. Hier, muss noch eins nach rechts. Jetzt also die Erde hier muss auch noch weg. Sehr gut. Und der Baum dann auch. Gut, dann krackeln wir erstmal wieder runter und holen uns mal eine Axt. Tja, mittlerweile haben wir wieder ein bisschen Cobblestone, das ist sehr schön. Da könnten wir unten eigentlich auch gleich wieder Compressed Cobble machen und das ganze Zeug für hier und so. Machen wir am besten gleich mal. Was? So. Jutchen. Genau. Brauchen wir wieder, keine Ahnung wie viel Cobble, aber auf jeden Fall brauchen wir dreimal so viel Cleanstone wie Compressed Cobble. So war das. Dann lernen wir am besten erstmal unsere Taschen hier. Damit wir auch wirklich Platz haben für so gedünst. Das heißt, du kannst raus, du auch, du sowieso, du kannst weg. Ach, wow, falsche Kiste. Da oben bitte. Weg, weg, weg. Weg, weg. So. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Ihr kommt da rein. Du kommst da rein. Du auch. Du auch, du auch. Fackeln brauche ich jetzt keine mehr. So, das heißt, wir haben. Das kommt erstmal alles weg hier. Haben wir schon Kobbel irgendwie? Ja. Klinkton haben wir auch schon. Sehr schön. Am besten packe ich gleich mal noch ein Stack hier in den Ofen rein, weil Klinkton wir jetzt definitiv ein bisschen was brauchen. Schon mal, um die ganzen Löcher aufzufüllen. So, und mit dem Kobbel machen wir jetzt schon mal hier ein bisschen Compressed. Bam. Explosion Konfetti. So, das heißt, wir brauchen, jetzt muss ich überlegen, wie war das? Ich habe keine Ahnung. Genau, wir würden jetzt 80, also mindestens 40 kriegen. Mindestens 40 kriege ich raus. Das heißt, du kommst da oben rein. Jetzt brauche ich 40 mal 4. 40 normale. 40 12er und 40 komplette. Das ist doch schon mal geil. Gut, die restlichen nehmen wir uns auf. Easy. Genau so muss das sein. So. Und jetzt brauchen wir also, wenn wir 40 davon haben, brauchen wir 120 Cleanstone. Ah, ein bisschen fehlt noch. Naja, wie gesagt, wir brauchen noch wesentlich mehr. Schmeißen wir jetzt gleich mal noch einen Ofen an hier. Bam. Wie gesagt, wir brauchen noch ein bisschen was zum Löcher stopfen. Hier haben wir nichts mehr drin. Ne, haben wir nicht. Okay, wisst ihr was? Ich schmeiß mir hier auch noch ein bisschen was rein. Dann suche ich gleich mal ein paar Nadeln. Nadeln, Kiefernadeln, 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 Kiefernadeln. Vielleicht mal wieder die Öfen hier ein bisschen auffüllen. Die hier sind voll. Genau, sehr schön. Aber die hier sind dann mittlerweile ganz schön lidiert. Kann ich ja ein bisschen was nachschieben. Ach, warte, bis wir fertig sind. Voll bringt eh nicht. Nichts.
Sehr schön. So. Genau. Perfekt. Während die anderen schon mal einschmelzen, kann ich hier schon mal das weitere Vorgehen planen. Ach nee, das waren 80. Das heißt, ich brauche hier 240. Oh, doch ein bisschen mehr. Das ist ja doch ein bisschen viel mehr. Dann schmeiße ich direkt nochmal alles rein. Nadel auch gleich mal nochmal voll machen hier, denn werde ich das definitiv brauchen. Immer gib ihm. Clean Stone kann man nicht zu viel haben. Na gut, Cobblestone mittlerweile auch nicht, weil das brauchen wir für diese ganze Kompresskacke. Ach, wir sind so am Arsch. So. Ich pack einfach mal 99 rein und sag hier einmal 80. Bam. So. Vierer. Achter. Und Zwölfer. Ach so. Ja gut, da brauchen wir jetzt nochmal ein bisschen Cleanstone. 12er. Bom. So, dann das Ganze nochmal. Weil wir brauchen hier jetzt. Nee, dann nur noch 40. Genau. So, wie weit sieht die Produktion hier aus? Sieht da sehr schön aus hier. Easy. Dankeschön. So, tu da oben rein. Dann brauchen wir jetzt nochmal 4er. 8er, 12er, okay, easy, so, jetzt brauchen wir dann nochmal 80 Dingsterbumster, das war 3, 4, 5, 6, 7, ach, so, so. Komm, wir müssen hier oben bis mindestens 40 kommen. Ach, ich warte einfach, bis sie fertig sind. Easy. Gut, genau. Immer dieses Warten hier. Ach, hier haben wir auch noch Blätter dritte. Gut, dann entmülle ich mal die Kiste hier. Mit den ganzen Kiefernadeln. Die kommen nämlich komplett raus, genauso wie ein paar von den normalen Laubblättern. Davon haben wir auch ganz schön viele. Dann schmeiß sie mal hier in die Kiste rein. So ungefähr und das Rest machen wir auch noch mit rein. Lalalala, easy. Ah, das dauert ja aber. Das ist ja hier ein Trauerspiel. Ach Gott, ich brauche immer noch mindestens 7 für die Dinger. Hey, Minächen. So, ansonsten sieht es soweit gut aufgeräumt aus. Komm, hier machen wir auch nochmal weg hier. Oh. Die restlichen Blätter. Na komm. Die können drinnen bleiben. So. Perfekt. Naja, fast. Wisst ihr was? Du kommst raus. Jetzt haben wir die halbe Kiste mit normalen Blättern und die restlichen Kisten mit die restliche Kiste mit Nadeldingern. Und alles was zu viel ist, schmeißen wir hier rein. Dann haben wir auch eine Art von Ordnung, die keiner nachvollziehen kann, ist aber egal. So. Na komm, rechne langsam. So. Jetzt füllen wir mal die Kacke nochmal auf hier. Da. Ja, schön. Easy. Okay.
Das heißt, wir haben jetzt ganz viel davon und noch mehr von den anderen. Das ist geil. Hat genau. Ach so, nee, dachte gerade schon, hat genau für zwei Stacks gereicht. Das wäre mehr Zufall als alles andere gewesen. Goddammit. Moment, schon mal, hier sind nur 96. Egal. Tschüss. Interessiert keinen. So. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. So, dann fangen wir jetzt gleich hier unten an, den Weg zu verbessern, damit wir hier auch immer gut drauf kommen. Okay, das heißt wieder unsere klassische Anordnung. Erst du, dann du, dann du und dann du. Genau. Da kommt das Kassenabblick. Danke. So, für den Fall, dass wir uns verbauen, gleich nochmal Spitzhacke. So. Jetzt kommt's. Hallo. Sehr schön. Und hier geht es nämlich schon los. Das hätte ich nämlich auch direkt gerne als Cleanstone. Damit das Ganze einigermaßen einheitlich aussieht. So. Genau. Achso. Hier kommt noch was drauf. Ach, ach ja. So, was hätten wir das hier schon mal? Hier könnt ihr später noch ein bisschen Erde hin machen. Hab gerade keine dabei. So, dann gehen wir jetzt mal hoch hier. Hier hört es schon auf. So, das heißt, du musst raus. Ihr müsst raus. Raus. Raus, weg, weggehen, verpiss dich, Schwanz, halt, genau. Gott, so viele Sachen, wo man runterfallen kann, Alter, ist ja irgendwie. Kriegst ja Angst. Perfekt. Na, was geht denn hier ab? Da hat gerade mein Scrollrad gescrollt, also nicht gescrollt. Oder ich habe zu zart gescrollt. Das kann natürlich auch sein. Von oben? Nee, noch nicht. Dachte gerade schon. Ich habe mich mal gespannt, ob das wirklich komplett bis nach oben reicht.
Aber wenn ich ein bisschen Cobblestone habe, ja noch, dann können wir, wenn bloß noch so ein paar Stufen fehlen, die noch mal nachmachen. Wird aber zu viele Stufen, ja, nee, das reicht wahrscheinlich nicht. Wenn zu viele Stufen sind, dann müssen wir halt wirklich noch ein bisschen Cobblestone irgendwo abbauen. Damit wir dann damit halt, ne, das machen können, was wir brauchen. So, ich mache jetzt mal kurz hier Pause. Schon wieder Zeit vorbei hier. Wie schnell das geht. Schau mal drauf.